Festbierwoche bei ProbierTV. Natürlich darf auch ein österreichisches Festbier nicht fehlen. Welches das ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, hallo, schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und damit herzlichst willkommen zu einem weiteren Festbier in der ProbierTV Festbierwoche. Und als Kanal aus Österreich bzw. in Wien beheimatet, darf natürlich auch ein österreichisches Festbier nicht fehlen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe versucht, das ein oder andere Bier aufzutreiben, aber auf die Schnelle ist es mir leider nur mit einem Festbier gelungen. Und zwar kommt das aus Niederösterreich, aus Zwettl und ist der Kühnringer Festbock, das laut eigenen Angaben der Brauerei stärkste Bier der Zwettler Brauerei mit 6,8 Volumenprozent. Wobei ich jetzt sagen muss, das kann sich jetzt aber nur um die Core Range handeln, weil mir würden da jetzt spontan so ein paar Böcke, Honigböcke einfallen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die über 6,8 hatten, aber das waren so Jahrgangsbiere, die es eben nur einmal gibt. Der Kühnringer Festbock gibt es einmal an Ostern, einmal in der Weihnachtszeit, wobei ich mir jetzt gerade überlege, was ist jetzt? Ist jetzt schon Weihnachtszeit? Vermutlich geht es dem wie den Lebkuchen im Handel. Auch hier eine eigene Bottle Cap und was haben wir denn an Zutaten? Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. So, mir fehlt noch ein Glas. Dann greife ich doch gerade mal hinter mich. Das geht natürlich nicht, dass wir hier kein Glas haben, wo ich das einschenken kann. Aus der Flasche will ich nicht trinken. So. Und dann. Haben wir auch bei diesem, oh, das ist aber eine schön tiefgoldene Farbe, so leichte orangene Reflexe sogar mit drin. Wenig Kohlensäure sichtbar, sind zwei Finger breit eines feinen Schaums, macht sogar einen relativ stabilen Eindruck, haftet so mittelprächtig am Glas. Sehr getreidig und eine relativ kräftige Süße auch dabei. Leichte Hopfennase auch. Ja, ich würde sagen, Prost! Also, der ist erstmal kräftig würzig und auf der anderen Seite auch, ja, ich finde ihn relativ süß. Ist auch so eine Fruchtnote noch mit drin, die vermutlich über den Hopfen kommt. 16,2 Plato, also schöner Bock im unteren Bereich. Jetzt kommt auch eine kräftige Bitternote noch dazu. Das macht den wirklich spannend. Wenngleich so kräftig süßlich, auch so geht es in so eine Honigrichtung und auf der anderen Seite dann doch so eine kräftige, bittere. Bin so ein bisschen hin und her gerissen gerade. Hat einen schönen, vollen Körper. Ja, mittlere Kohlensäure, aber sehr, sehr fein. Und das Ganze führt dann zu einer extrem cremigen Textur. Und hinten im Nachtrunk, das ist ganz spannend, man hat immer mal so einen Blitz, so ein bisschen die Bittere auf und zieht sich dann sofort wieder zurück. Ist eher ein... Oh, jetzt kommt noch Honig noch dazu. Also der Nachtrunk ist relativ lang, aber ein bisschen merkwürdig, für mich zumindest jetzt, weil es so zwischen dieser Bittere und dem dann doch relativ Süßen hin und her schwenkt. Also das ist ein Bier, wenn du das am Fest trinkst, das geht sicher gut. Und zwar, da trinkst du, glaube ich, nicht viel von. Weil es einfach doch eine gewisse Schwere auch mit sich bringt und durch diese Süße nicht so wirkt. Zwettler Festbock, Kühnringer von ProbierTV gibt es dafür 3 von 5 möglichen Punkten für den Kühnringer Festbock aus Zwettl. Ein heller Bock aus Niederösterreich. Und wenn ihr andere Biere
aus Österreich kennt, Festböcke, die es auch im Handel zu kaufen gibt. Ich bin gern bereit, die Serie noch ein bisschen fortzusetzen, würde aber gerne noch das ein oder andere österreichische Bier mit reinnehmen. Also wenn ihr da was auf der Pfanne habt, dann sagt mir bitte, wo ich es bekommen kann, wo ich es kaufen kann. Und dann machen wir nächste Woche nochmal eine Verlängerung. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ein Abo da lasst, Daumen hoch, was immer ihr für angemessen haltet. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.